herzlich willkommen zurück zu Messe Live TV. Broadcast goes Broadband, so lautet der Schwerpunkt der heutigen Veranstaltung der Medientage München, von der wir für Sie berichten. Zum Thema Hybridfernsehen sind Experten der Medienbranche geladen und heiße Diskussionen sind hier natürlich vorprogrammiert. Bevor wir ins Thema einsteigen, hier für Sie eine Übersicht, was sich hinter Hybrid-TV tatsächlich verbirgt. Hybrid-TV, dieser Begriff steht für eine völlig neue Art des Medienkonsums. Mit einfachen Worten beschrieben, ist Hybrid-TV die Schnittmenge, die sich aus dem klassischen linearen Fernsehen und den Möglichkeiten des Internets ergibt. Die Hoffnungen auf die noch junge Technologie sind entsprechend sehr groß. Auch bei der CES 2011 in Las Vegas, die als Trendbarometer für die Branche gilt, war Hybrid-TV eines der entscheidenden Themen. Die CES 2011 in Las Vegas hat es klar verdeutlicht. Wir betreten in diesem Jahr eine neue Ära des Fernsehens. Hybrid-TV oder auch Smart-TV, wie es hier in den USA bezeichnet wird. Fernsehen ist nicht mehr länger nur ein lineares Medium, sondern die Zuschauer erhalten Zugriff auf viele zusätzliche Inhalte, die durch das Internet bereitgestellt werden. Hybrid-TV verspricht Programmanbietern und Werbetreibenden neue Erlösmodelle. Der Konsument hingegen soll von erweiterten Möglichkeiten des Fernsehkonsums profitieren. Das Motto »Sehen, was ich will, wann ich will« ist dann nicht länger nur eine halbwahre Werbeaussage, sondern Realität für jedermann. Noch befindet sich der Markt allerdings in der Testphase für verschiedene Modelle des Hybridfernsehens. Während sich die großen Sender in Europa mittlerweile auf die offenen Standards der Initiative HBBTV einigen konnten, setzen Player wie Yahoo oder Google auf proprietäre Systeme. Google TV ist das, was wir glauben, was das Versprechen der Konvergenz von Internet und Fernsehen lösen kann. Es ist ein offener Standard, mit dem wir das Internet auf einen Fernseher bringen wollen, indem wir einen vollständigen Browser in den Fernseher einbinden. Andere Wege als Google gehen beispielsweise die Anhänger des Standards HBBTV. Ihr Argument? Der Fernseher ist kein PC und so müssen die Inhalte auch bequem über eine Fernbedienung abrufbar sein. In der Praxis funktioniert HBBTV hauptsächlich über das digitale Satellitenfernsehen und bislang nur mit Set-Top-Box. Ob die Kabelanbieter ihre Set-Top-Boxen dafür ausrüsten werden, ist noch nicht sicher. HBBTV ist nur zum Teil der Standard, den die Hersteller verfolgen. Und daher stehen wir vor der Aufgabe, entweder uns für gewisse Hersteller entscheiden zu müssen, was schwierig ist vor dem Hintergrund einer globalen Perspektive, die wir verfolgen, oder auf gewisse Funktionalitäten in einer Anwendung beispielsweise verzichten zu müssen, was uns vor allem im Hintergrund unseres Qualitätsverständnisses natürlich auch nicht ganz recht ist. Trotz der noch vielen unterschiedlichen Standards und Plattformen ist Hybridfernsehen konstant auf dem Vormarsch. So, und um das Thema Hybridfernsehen noch etwas genauer vertiefen zu können, begrüße ich nun bei mir zum Gespräch Jürgen Sefcik. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Hybrid bei der Deutschen TV-Plattform. Herr Sefcik, Hybridfernsehen, welche Geräte gibt es da heute schon am Markt und wo geht der Trend zukünftig hin? Also alle Fernsehgeräte der mittleren bis gehobenen Preisklasse haben inzwischen diese Technologie eingebaut, aber auch fast alle Blu-ray-Player und sehr, sehr viele Satelliten-Set-Top-Boxen. Und es gibt jetzt schon Hochrechnungen von der GfK, wonach 2 Millionen solcher Geräte in den deutschen Haushalten stehen. Und Ende des Jahres werden sogar 6 Millionen Geräte erwartet. Herr Sefcik, wenn wir über Hybridfernsehen reden, was verstehen wir da aktuell darunter? Ist das eher ein Sammelbecken verschiedenster Technologien oder ist das tatsächlich eine gewisse Standardisierung? Es ist tatsächlich schon eine Standardisierung abzusehen. Es gibt seit Mitte letzten Jahres einen Standard, der heißt HBBTV, Hybrid Broadcast Broadband TV. Und diesem Standard haben sehr viele Endgerätehersteller, aber auch Fernsehsender und andere Internetprovider zugestimmt und strahlen inzwischen ihre Inhalte nach diesem Standard aus. Herr Sefcik, abschließende Frage noch. Wie sieht es denn mit der Qualität von Hybridfernsehen aus? Die Zuschauer sind ja eine gewisse Bildqualität gewohnt, einfache Bedienung. Kann denn Hybridfernsehen diesen Anforderungen überhaupt gerecht werden? Genau das ist der Ansatz und genau das wird hier mit Hybrid-TV gemacht. Man findet oder der Zuschauer findet auf diesen Plattformen sogenannte Apps. Das sind diese kleinen Knöpfe, die man auch von den Apple iPhones kennt oder von Android Smartphones. Und wenn man da dann drauf drückt, dann kommt die Applikation, also der Inhalt, ein Wetterbericht, Nachrichten und Unterhaltung, Videos oder sonstige Inhalte auf den Fernsehbildschirm, ohne dass man eine Internetadresse eingeben muss oder dass man einen komplizierten Text über eine Tastatur eingeben muss. Ja, also eine spannende Entwicklung, die wir weiter verfolgen für den Moment. Vielen Dank, Herr Sefcik, für Ihre Einschätzungen. Gerne.
Liebe Zuschauer, Hybridfernsehen wird heiß diskutiert, hier auch im Rahmen der Veranstaltung Broadcast Goes Broadband. Und Hybridfernsehen stellt die Endgerätehersteller wie auch die Content-Anbieter vor völlig neue Herausforderungen. Hier unsere Zusammenfassung. Zahlreiche Entscheider der Medienbranche folgten der Einladung der Medientage München zum Informationstag Hybrid-TV mit dem Motto Broadcast Goes Broadband. In verschiedenen Vorträgen und Podiumsdiskussionen wurden die Chancen und Herausforderungen der Welt des vernetzten Fernsehens näher beleuchtet. Ein Thema, das vor allem die traditionellen Fernsehsender sehr stark beschäftigt. Hybridfernsehen für uns ist die große Chance, wirklich das, was online jetzt schon versucht, auch im Mobile versucht, zusammen mit dem TV zusammenzubringen, ohne Medienbruch. Das heißt im Prinzip alle Applikationen, die heute im Online auch schon funktionieren, die der Konsument eben direkt während dem Fernsehsignal haben möchte, bekommt er jetzt bei uns über Hybrid-TV. Wir bieten ihm quasi die Features zusätzlich an, die gerade für ihn passen. Doch nicht nur die privaten Fernsehsender sehen in Hybrid-TV ein starkes Zukunftspotenzial. Auch die öffentlich-rechtlichen Programmveranstalter haben diesen neuen Trend längst für sich erkannt. Also die ARD sieht da große Chancen. Hybrid-TV und speziell der Standard HBB-TV hat großes Potenzial, sich hier durchzusetzen am Markt, vor allem auch für die Öffentlich-Rechtlichen, weil ja hier dieses Angebot direkt an das lineare Programm anknüpft und von dort aus gestartet werden kann und so die linearen Marken des Ersten oder der ARD oder auch der anderen öffentlich-rechtlichen Sender optimal verlängert werden können. Während Hybrid-TV das Bewegtbildangebot von Fernsehsendern ideal ergänzt, bietet es zugleich für die Printbranche einen chancenreichen Einstieg in neue Geschäftsmodelle, um mit überschaubaren Kosten in der großen, weiten Welt des Fernsehens mitmischen zu können. Also für uns ist es natürlich extrem spannend, auf diese Plattform zu gehen. Wir können dadurch natürlich neue Zielgruppen für uns erschließen, können unseren tollen, journalistisch hochwertigen Content auf den großen Screen, auf das Medium TV bringen. Und was ist besser dafür geeignet als Bild.de auf großem TV? Neben redaktionellen Inhalten werden sich im Angebot des Hybridfernsehens auch vermehrt Unterhaltungsformate wiederfinden. Die Spielfilmindustrie erhofft sich auf diesem Wege zusätzliche Einnahmemöglichkeiten durch kostenpflichtige Videoabrufdienste. Ich bin sicher, dass Hybridfernsehen, die Usage, gerade der wahre Spielfilm über den Fernseher im Wohnzimmer, als Paid-Content ganz stark positiv beeinflussen wird. Neben den zahlreichen informativen Referaten und Podiumsdiskussionen war die Veranstaltung Hybrid-TV der Medientage München einmal mehr ein wichtiger Branchentreffpunkt und Networking-Event zugleich. Hybrid-TV ist sicher die Antwort sowohl der Gerätehersteller als auch natürlich der Content-Provider, ihre Zielgruppen zu erreichen. Und das wird eine ganz spannende Frage der Zukunft werden, wie das im Einzelnen durchgeführt werden kann. Und insofern war diese Veranstaltung, glaube ich, für alle sehr interessant, diese unterschiedlichen Wege sowohl aus der Content- als auch der technischen Perspektive zu beobachten und erste Ansätze, die bereits funktionieren, beobachten und erfahren zu können. Die Chancen und Möglichkeiten des vernetzten Fernsehens werden auch weiterhin viel Gesprächsstoff für die Medienbranche bieten. Und so wird das Thema Hybrid-TV auch im Rahmen der kommenden Medientage München 2011 einen besonderen Stellenwert einnehmen. Tja, eines ist sicher, Hybridfernsehen hat Potenzial. In vielen Medien wird es als Senkrechtstarter oder gar die Zukunft des Fernsehens bezeichnet. Für Content-Anbieter und Gerätehersteller gilt nun eines gleichermaßen. Diese Technologie effektiv, sinnvoll einzusetzen und nicht zu verwässern, dass dann auch einheitliche Standards sich am Markt durchsetzen können. Soweit dann auch unser Special zum Thema Broadcast Goes Broadband. Vielen Dank fürs Zuschauen.